Und wenn es die Chance gäbe, es gibt sie nicht und es wird sie in schneller Zukunft nicht geben, aber soll das Kind ein bisschen intelligenter sein, ein bisschen sportlicher, ein bisschen hübscher, soll es blonde Haare haben, schwarze Haare? Und wenn es diese Möglichkeiten gibt und die in den Fortpflanzungskliniken solche Angebote gemacht würden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Menschen da Ja sagen würden, die auf einer ganz abstrakten Ebene sagen, nee, das dürfen wir auf keinen Fall.